Mein Name ist Sigurd Meier, ich bin Angestellter, ich bin 59 Jahre alt, wohne im Stadtkern von Kirchhain und kandidiere als Stadtverordneter für die Linke in Kirchhain. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Weil ich für die Partei Die Linke in Kirchhain die gute Sozialpolitik, die wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben, weiter fortführen möchte und weiter an der Verbesserung der Lebensumstände dieser Stadt mitarbeiten will. Warum trittst du gerade für die Liste der Die Linke an? Weil ich der festen Überzeugung bin, ich bin ja schon Mitglied der Linken seit weit über 10 Jahren, dass Die Linke die einzige Partei ist, die immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir darauf achten müssen, bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft nicht abzuhängen und sie mit zu integrieren. Und integrieren heißt, dass sie auch ehrliche Teilhabe in dieser Stadt, aber auch in diesem Land erfahren und dass wir uns aufeinander zuentwickeln und nicht voneinander weg entfernen. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain ist eine Stadt, die für mich viele Dinge zueinander bringt. Unter anderem hat es das städtische Flair, die Kernstadt mit all ihren Angeboten und der Infrastruktur, aber auch dörfliches Leben in den Ortskernen. Und das hat man halt hier unter einem Hut. Und was ich besonders an der Kirchhainer Innenstadt mag, ist, wie gesagt, das Angebot an sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Kindergärten, aber auch der Schulstandort. Ich selbst bin mit meiner Familie vor 15, 16 Jahren inzwischen aus Homberg-Ohm hier hingezogen, mit unseren 4 Kindern wegen der AWS, wegen des Schulstandorts, weil die dort ein sehr gutes Schulkonzept anbieten, unter anderem Sport und besonders der Musikzweig, den meine Kinder besucht haben. Deshalb sind wir hier extra nach Kirchhain gezogen. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Also nach meiner Zeit im Stadtparlament, jetzt meiner vergangenen Zeit, ist immer klarer geworden, dass die Städte sehr leiden unter der unterversorgten finanziellen Situation. Also wir müssen alle dringend daran arbeiten, dass die Städte besser ausfinanziert werden, dass wir die Abhängigkeit von den Fördertöpfen des Landes und des Bundes zurückdrängen. Denn im Land und im Bund weiß niemand so genau, was für diese Stadt und ihre Bürger wichtig ist, als hier vor Ort. Und daran möchte ich unbedingt mitarbeiten und das möglichst fraktionsübergreifend. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Also das, was ich bisher auch schon gemacht habe, was ich auch in allen Umfeldern mache, die mir wichtig sind. Beharrlichkeit, gepaart aber auch mit dem Erkennen, wann der Kompromiss notwendig ist, ohne aber das gesetzte Ziel aus den Augen zu verlieren. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Besonders allergisch reagiere ich auf den Satz, dass diese freie Marktwirtschaft, so wie wir sie jetzt hier haben, das beste System ist für alle Menschen. Denn ja, man muss schon einen sehr ausgeprägten Tunnelblick haben, um das wirklich auch so zu sehen. Denn wenn man die negativen Auswirkungen dieser Art zu wirtschaften, also des reinen Verbrauchs und des reinen Konsums, mit in die Betrachtung hineinziehen würde, dann könnte man nie ein solches Urteil fällen. Ja49 oder Wald statt Asphalt? Selbstverständlich ist das für mich keine Frage. Wir müssen die Verkehrswende schaffen. Wir müssen es schaffen, vom Individualverkehr zum öffentlichen Verkehr zu kommen. Also ja zum Wald und nein zum Asphalt. Nur es muss so passieren, dass die Menschen auch mitgenommen werden. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Es gibt sicher mehrere. Wer mir hier sofort eingefallen ist, ist Gregor Gysi. Gregor Gysi hat beide Systeme erlebt. Er hat die ehemalige DDR erlebt. Er hat die Bundesrepublik Deutschland erlebt oder erlebt sie noch. Und er ist für mich ein sehr versierter Politiker, ein sehr gebildeter Mensch, hat große Erfahrung, ist eloquent, kann wirklich komplizierte Zusammenhänge einfach, humorvoll und trotzdem intelligent erklären und bleibt bei seinen Überzeugungen. Das imponiert mir. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Also mein Wunsch wäre, dass wir zum Beispiel für die Verbesserung der finanziellen Situation in dieser Stadt fraktionsübergreifend über alle Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten, denn das ist für uns alle wichtig. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Also bevor ich dieses Stadtparlament
mitgestalten durfte als Stadtverordneter, hätte ich ihn sicher nicht genannt. Jetzt nenne ich ihn, den Bürgermeister Olaf Hausmann. Wir haben eine holprige Zeit gehabt, bis wir uns zusammengefunden haben, aber ich finde, wir haben inzwischen eine Basis gefunden, auf der sich gut zusammenarbeiten lässt. Und ich schätze an ihm, dass er kompromissfähig ist, dass er Fehler eingestehen kann und dass er auch einfach mal sagen kann, wenn er etwas nicht weiß. Was möchtest du in Zukunft?